Oh mein Gott, Freunde, ich habe den Volleyball Special Mode endlich selbst freigeschaltet und werde ihn heute auf allen Maps testen. Und Alter, nein! LOL, man kann hier so eiskalt alles überspringen auf dieser Map mit dem Volleyball. Okay, das ist zu OP. Gebe jetzt in StumbleGuys meinen Creator-Code TEAMLUKAS ein und supporte mich kostenlos. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem TEAMLUKAS-Kanal, Freunde. Ihr seht schon, wir sind heute mal wieder auf der Beta-Version, Leute. Und ich habe es endlich geschafft, selbst den Volleyball-Emote freizuschalten. Ihr wisst ja, im letzten Video hatten wir quasi auf Gameplay reagiert von anderen Menschen. Und in diesem Video kann ich aber zum ersten Mal selbst den Volleyball-Emote testen, Leute. Und das werde ich auf jeden Fall auf allen Maps versuchen. Und wir werden uns eben anschauen, wie OP ist dieser Emote wirklich, wenn man ihn auch selbst testet. Ihr seht, ich habe ihn hier auf jeden Fall freigeschaltet. Und wir haben ihn auch schon ausgerüstet, Leute. Ja, ich bin echt geisteskrank gespannt, Leute. Wir gehen jetzt auch nochmal kurz hier in die Skins einmal rein und schauen nochmal, welchen wir heute mal auswählen. Weil ich würde sagen, ein Skin, den jetzt viele noch nicht gesehen haben, ist vielleicht sogar der hier, ne? Der Dusk Dragon. Den werden wir heute einfach auch mal spielen. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt einfach mal in die Maps rein und ihr werdet den Emote sehen. Ich würde sagen, let's go und viel Spaß, Freunde. Okay, Leute, mal schauen, welche Map drankommt. Und wir haben Humble Stumble. Alter, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Der erste Test, Leute, vom Volleyball Emote. Ich habe ihn auf der Nummer 3 hier gerade. Ich spiele ja gerade am PC, Leute. Und Alter, der Skin ist schon mal extrem, extrem cool. Und Leute, ich würde sagen, der erste Test. Oh mein Gott. Was? Bruder. Okay, warte mal. Ich muss mich jetzt erstmal kurz noch dran gewöhnen, Leute. Ich werde hier gerade anders hops genommen von diesen Teilen. Oh. Ey, Digga. Moment mal kurz. Ey, ich muss mich... Ey, nein. Ich bin direkt von Anfang an gespawnt, Bruder. Und... Oh mein Gott. Alter, wir konnten hier so direkt überspringen. Okay, Leute. Nächster. Oh mein Gott, lol. Alter, wir sind hier komplett rübergekommen. Okay, das war saukrass. Das war richtig krass. Man kann ihn ja auch sehr häufig einsetzen. Ihr seht es ja auch. Leute, das ist auf jeden Fall unnormal krank. Also wie gesagt, ich muss mir noch ein bisschen einspielen. Das ist jetzt echt mein allererster Test mit dem Volleyball-Emote. Okay. Also man kann, wie gesagt, wenn man Volleyball ist, ja auch sozusagen springen. Zack. Und dann bounce der auch so. Also der springt so die ganze Zeit. Okay, krass. Das war jetzt erstmal mein allererster Test. Mal schauen, wie es in der nächsten Map weitergeht, Freunde. Okay, Leute, als nächstes haben wir tatsächlich Icy Heights. Jetzt bin ich sau gespannt, ob uns das hier etwas bringen wird mit dem Emote. Ich würde sagen, wir machen hier mal die Slide. Let's go, das war schon mal sehr krass. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, sind wir mit dem Volleyball hier irgendwie stärker oder haben wir auch diesen Eiseffekt, sage ich jetzt mal. Das würde mich halt mal sehr interessieren. So, zack, einmal hier hoch und zack. Okay. Oh, ey, Digga. Ich muss mich echt noch dran gewöhnen. Wenn man nämlich aus dem Volleyball herauskommt, ja, muss man halt echt aufpassen, dass man da nicht irgendwie runterfällt. Das ist schon krass. Aber ey, bisher würde ich direkt schon mal sagen, ist es der stärkste Emote, den es jemals in StumbleGuys auf jeden Fall gab. Zack. Oh mein Gott, Leute. Ey, sau, sau heftig. Ich bin sehr gespannt, was in der dritten Map drankommen wird, dass wir dann sehen, wie krass wird es jetzt im Finale. Holen wir dadurch easy den Win sozusagen. Mal schauen. Alles klar, Leute. Lost Temple. Oh mein Gott, jetzt bin ich gespannt. Wir können jetzt mal hier die Abkürzung verwenden und das mit dem Volleyball-Emote. So, zack. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Können wir vielleicht hier sogar drüber... Ohne, dass uns diese Spitzen so sozusagen... Oh mein Gott, Alter, war das krass. Das war sau, sau heftig, Leute, hier mit dem Volleyball-Emote. Ah, lol. Der ist so hochgebounced. Oh mein Gott, wir sind aber auch hochgebounced. So, jetzt kurz mal hier kein Volleyball-Emote verwenden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es hier uns was bringen wird. LOL, wir wurden runtergestoßen, aber ich konnte trotzdem noch oben bleiben dadurch. Was? Digga, okay, das war sau. Das war richtig OP, Leute. Hier können wir auch... Ah, hier sind wir auch ein bisschen schneller und können es sogar schaffen, direkt quasi ganz durchzukommen an dieser Kugel. Okay, das ist sau OP, Leute. Let's go. Ich würde sagen, wir machen noch eine weitere Runde.
Dann mit natürlich ganz anderen Maps. Ich bin gespannt, Leute. Let's go. So, Leute. Wir sind in Jungle Roll am Start. Und jetzt bin ich mal ultra gespannt, ob wir hier vielleicht sogar diese Rolle überspringen können mit dem Volleyball. Oder zum Beispiel hier am Anfang schon. Wer weiß. Und... Alter, nein! Bruder, wie OP war das bitte, Junge? Alter, ihr habt's gesehen, Leute. Ich konnte hier so komplett rüber. LOL, man kann hier so eiskalt alles überspringen auf dieser Map mit dem Volleyball. Okay, das ist zu OP. Das ist zu OP, Bro. Guckt's euch an. Alter, wie schnell ich hier auch bin. Digga, da können die anderen überhaupt nichts machen. Leute, no joke. Das war der krasseste Jungle Run, den ich bisher hatte. Schaut mal, wie weit hinten die anderen Spieler sind. Die konnten gar nichts gegen mich machen. Also, das war zu krank. Ich würde sagen, auf dieser Map war der Volleyball-Emote mit Abstand auf jeden Fall am besten. Digga, also das ist viel zu stark. Das ist so krank overpowered. Das ist nicht mehr normal, Leute. Ich muss schon mal sagen, meiner Meinung nach, ja. Also Kick-Emote fand ich bisher immer am stärksten, weil man konnte sich noch so ein bisschen vorboosten. Aber der Boost, den man durch den Volleyball bekommt, weil man kann dabei auch springen, das ist viel zu stark. Also das ist nochmal deutlich stärker als der Kick-Emote. Das wird alles in StumbleGuys für immer hops nehmen. Ich sag's euch ehrlich, Leute. Ey, wenn ihr euch auf jeden Fall den Stumble Pass holt mit dem Volleyball-Emote, ganz wichtig, macht das mit Creator-Code Team Lukas. Ihr wisst Bescheid, Leute. Wäre auf jeden Fall unnormal Ehre. Als nächstes haben wir hier Lava Rush, Leute, weil wir haben schon mal gesehen, dass man mit dem Volleyball-Emote auf Lava springen kann. Das ist kein Spaß, Leute. Das möchte ich jetzt auf jeden Fall mal testen. Okay, wir haben schon mal hier gut verkackt, Leute. Aber wir können ja auf jeden Fall noch alles rausholen. Zack. Okay, nice. Da haben wir das gut hinbekommen mit dem Übergang hier. Oh, okay, nee, hier ging es nicht. Ihr habt es gesehen, Leute, ne? Also, wie gesagt, ich habe mal so ein kleines Video gesehen, dass man auf Lava springen kann mit dem Volleyball-Emote. Aber da ging das jetzt auf jeden Fall gar nicht. Ihr habt es gesehen. Okay, wir können halt hier natürlich eine gute Abkürzung nehmen, dadurch, das ist schon mal nicht schlecht. Und zack, wieder mal hier so drüber. Okay, okay, also ich sag mal so, bei der Map fand ich es jetzt auf jeden Fall nicht ganz so OP bisher mit dem Volleyball. Oh. Oh, Bruder, ja nice, hier haben wir es noch hochgeschafft. Okay, ich muss sagen, hier bringt es jetzt nicht ultra viel auf der Map. Also, zumindest wie ich das jetzt ausgetestet habe. Okay, wir haben jetzt eh noch ein bisschen Zeit, weil die Leute so schlecht sind. Wir wollen noch einmal kurz testen, Leute, ob man sozusagen in die Lava rein kann mit dem Volleyball-Emote. Aber ehrlich gesagt, wirkt es nicht so. Nee. Okay, also kein unfairer Vorteil hier mit der Lava. Also, das auf gar keinen Fall. Trotzdem... Oh, Bruder. Alter, Junge, was ist jetzt los? Auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr stark, ne? Keine Frage, Leute. Oh mein Gott, jetzt haben wir es ja auch noch nicht hochgeschafft. Oh mein Gott, wir sind rausgeflogen. No way. Richtig lost. So, Leute. Jetzt wird es auf jeden Fall interessant. Kann dieser Volleyball immer noch den Bug oder wie auch immer, ihr habt es ja im Video gesehen, kann man mit dem Volleyball hier komplett drüber, ohne dass die Blöcke einstürzen? Oh nein, das geht nicht mehr. Ich habe es euch ja im Video gezeigt. Und dieser Bug auf jeden Fall geht nicht mehr. Ihr seht es schon, ne? Also man kann ihn nicht quasi komplett ohne Probleme einfach so drüber. Wie das eben im Video noch möglich war. Nee, okay, ihr seht schon, das geht nicht. Also kein unfairer Vorteil hier, was ich ja auch gut finde, ne? Weil das war wirklich, wirklich zu OP. Also weil da konnte man einfach komplett bis zum Ziel vor. Und das geht auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Man kann aber sich noch hier ein bisschen vorboosten und am Ende echt nochmal einen Win rausholen. Das ist schon krass. Aber ja, mal schauen auf jeden Fall in der nächsten Map. Okay, Leute. Ich bin gespannt, welche Map drankommt. Und es kommt Super Slide. Lol, hier wollte ich den unbedingt austesten. Weil hier kann man am Anfang angeblich komplett über die Mitte jumpen. Ich warte jetzt einen kurzen Moment ab. Und... Oh, was? Das geht wirklich, Bro. Man kann hier über die Mitte drüber jumpen. Das ist schon mal sehr heftig. Und jetzt, Achtung. Zack, zack, zack. Oh nein, was? Hä? Bin auf einmal voll langsam geworden. Okay, das war ein richtiger Fail, Leute. Warte mal kurz. Ich glaube, man muss vorher schon den Volleyball aktivieren. Ja, man muss den vorher schon aktivieren. Dann wird man hier richtig schnell auf jeden Fall. Oh, okay, nice.
Ah, ja, ich verstehe. Also Leute, funktioniert nur so gut, wenn man den quasi schon vorher aktiviert. Und dann kann man quasi diesen Speed so mitnehmen. Aber da muss man auf jeden Fall das gut timen. So, okay, nee. Ja, okay. Ist, würde ich sagen, auch sehr stark. Man muss es halt perfekt timen. Schon, also während man auf der Rutsche ist, muss man schon sozusagen das Ganze drücken. Und dann wird man richtig schnell vorgeboostet. Okay. Alles klar, Leute. Und wir sind jetzt nochmal in Painsplash. Das ist ja auch oft eine Final-Map, wo sich alles entscheidet. Und Leute, jetzt will ich hier mal sehen. Alter, nein. Okay, das ist, also auf dieser Map ist das zu stark. Leute, das ist eindeutig zu stark. Schaut euch das mal an. Oh mein Gott, okay. Gut, der Fehler ist natürlich ein bisschen doof gewesen. So. Haha, Junge. Guckt euch das an. Das ist viel zu heftig, Bro. Und zack. Junge, wir sind da komplett drüber. Digga, das ist einfach Endstufe. Okay, Leute, also eure abschließende Meinung. Wie gesagt, ich bin kein guter Spieler und habe das erste Mal den Volleyball-Emote gespielt. Und dafür, wie OP war der bitte, Leute? Also das war wirklich absolut krank. Leute, lasst nochmal ganz fetten Like da, ein kostenloses Abo. Gebt auf jeden Fall oben den Creator-Code Team Lukas bei euch im StumbleGuys Shop ein. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.